Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und das ist mal so ein bisschen was anderes, also ihr seht natürlich Counter-Strike Global Offensive und diesmal ein Wettkampf, wenn ich mich richtig erinnere, nennt man das auch MR15, Match Round, ich weiß es nicht, auf jeden Fall gibt es insgesamt, also falls beide Teams ungefähr gleich auf sind, kann es bis zu 30 Runden gehen, ja. Dann haben dann beide Teams ihre 15 Punkte und dann ist es ein Unentschieden, aber das ist sehr selten, hatte ich heute das erste Mal. Und da spielt man halt gegeneinander, zum Beispiel diese Map, das ist eine Bomben-Map. Nicht, weil die so gut aussieht, nein, denn man muss hier eine Bombe legen, also es gibt noch so Geisel-Maps, aber die gibt es jetzt nicht ganz so oft, also das ist deutlich beliebter. Einfach hier das mit den Bomben legen. Natürlich, da gibt es das Terroristenteam und da gibt es das, ja, wie soll ich sagen, Antiterroristenteam. Und ich war hier Terrorist. Das ist schon, ich glaube, 6., 8. Runde, ich weiß es nicht mehr. Also ich war da schon ein bisschen länger drin, aber es lief relativ gut. Und dann dachte ich mir, okay, nehme ich das mal auf für YouTube. Vielleicht spiele ich ja nicht zu schlecht. Also ich bin noch ein bisschen krank, wenn ich mal husten muss oder so, dann tut es mir leid. Ich wollte eigentlich schon viel mehr Videos machen jetzt in der Zeit, wo ich zu Hause bin, aber das ging nicht wegen dem Husten. Ich habe auch immer noch ein paar Probleme. Ich bin froh, dass es jetzt geht. Auf jeden Fall eine richtig coole Map, die ist neu. Da gab es jetzt ein Update. Jetzt mal gleich vorneweg. Ich weiß nicht, wie viele das Video schauen werden, aber ich glaube, es gibt noch ein paar Leute auf diesem Kanal, die sich für Counter-Strike Global Offensive interessieren. Und da würde ich gerne ein paar Videos machen über die neuen Maps und so, die mal ein bisschen zeigen, vorstellen. Schreibt mir da auch mal in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Auf jeden Fall denke ich, dass ich die nächste Zeit auch Counter-Strike machen werde, wieder. Ich bin auf jeden Fall besser geworden, weil ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger zu Hause. Weil ich halt diese Grippe hatte, beziehungsweise habe, auch gereizte Mandeln und ja, da bin ich halt jetzt schon ein bisschen etwas länger zu Hause und habe dann wieder angefangen zu zocken, weil trainieren kann ich nicht, ja. Und habe ich jetzt wieder angefangen und spiele die ganze Zeit eigentlich nur Counter-Strike, Call of Duty nicht so viel. Sorry. Und auf jeden Fall, es macht mir mega Bock, ich habe auch mein Field of View verändert. Da sieht man jetzt viel mehr, ein bisschen bei den Waffen. Ich finde, es sieht auch besser aus in Call of Duty. Ich habe dann so gewechselt, ich habe dann Counter-Strike gespielt, dann bin ich wieder in Call of Duty und dachte so, Alter, wie groß sind denn die Waffen, wie hält er die denn? Und ich finde das einfach viel besser so wie in Counter-Strike, weil ich meine, selbst von Konsole zu Computer ist es nochmal Weltenunterschied. Das sieht... Ich war ja immer Consolero, aber das sieht jetzt für mich nur noch beschissen aus. So nah wie die Waffe immer dran ist. Das ist einfach unrealistisch. Ihr haltet ja in echt ja auch nicht die Waffe wie so ein Spaß direkt da an eure Fresse. Aber darauf will ich eigentlich gar nicht diesmal eingehen. Auf jeden Fall spiele ich halt einfach im Moment mehr Counter-Strike. Und da hätte ich schon mal Lust auf einen Wettkampf, das auf YouTube zu bringen. Halt so einen, die man jetzt hier sieht, halt nur live kommentiert. Hier habe ich auch mit einem Kollegen gespielt. Liebe Grüße an dich, Andy, falls du das siehst. Der hat mich immer einfach in Steam angeschrieben, ob wir zocken wollen, haben wir es halt gemacht und machen das jetzt schon seit ein paar Tagen. Suchten wir da zusammen ein bisschen Counter-Strike. Ihr merkt auch, ich habe jetzt nur bestimmte Sachen da reingeschnitten. Da kommen dann später noch Runden, da verkacke ich und die habe ich natürlich jetzt nicht reingemacht, die muss man jetzt nicht sehen. Und es wäre auch ein bisschen dann zu lang, das Video. Ihr seht ja auch schön erstmal da so unten da hier die Blendgranate rein, dass ich das da unten gut unter Kontrolle habe. Und da kommen die gleich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das synchron ist später. Auf jeden Fall, ich ziehe mir hinten rein das Gameplay von mir.
noch dazu rein. Und da waren schon ein paar ganz gute Momente, ja. Auf jeden Fall, ich muss noch sehr viel lernen. Aber Leute, ich kann es euch einfach nur empfehlen, dass ihr mit Wettkampfspielen anfangt, weil das macht einfach echt nur Bock. Und dann würde ich halt demnächst mal ein bisschen mehr wieder machen zu Counter-Strike. Und diese neuen Maps auch vorstellen. Die sind auch eigentlich echt geil. Also die Map gefällt mir schon mal sehr gut. Denn die eine, ich weiß nicht, Insurgent, ich weiß nicht, wie die mehr heißt. Auf jeden Fall, das ist eine skandinavische Map. Die erkennt man direkt. Ich war ja früher auch immer mit meinen Eltern halt in Schweden und so. Und da sieht man direkt, dass es so skandinavisch, vermutlich soll das in Schweden sein. Also echt schön die Map. Ja, mit den roten Häusern und so. Ihr hört's noch, total verschleimt und alles. Und würde ich dann halt, wie gesagt, erstmal ein Video oder mehrere Videos zu den neuen Maps machen. Da muss man sich, im Moment kann man die noch kostenlos spielen. Ich denke, dass man sich dann bald den Pass kaufen muss. Wie gesagt, im Moment kann man die noch spielen und ich finde die echt geil. Deswegen, da werde ich mir auf jeden Fall die Maps dazu holen. Und, ja, falls ihr euch fragt, soll ich dieses Spiel mal spielen oder so, oder es sieht vielleicht für euch interessant aus, holt es euch auf jeden Fall. Es ist nicht teuer, das ist kein überteuertes Call of Duty, was ihr da für 60 Euro oder so kaufen müsst. Aber man muss natürlich sagen, es ist anders. Das habe ich auch schon mal irgendwann gesagt. Wenn ihr in COD gut seid, dann seid ihr nicht in Counter-Strike gut. Aber wenn ihr in Counter-Strike gut seid, dann seid ihr mit ein bisschen Übung in COD auch gut. Das ist eigentlich bei jedem Shooter so, wo du, ich sag mal jetzt, nicht unbedingt so gut sein musst. Weil Counter-Strike ist einfach wirklich schwer, gerade mit der AK. Ich spiele im Moment im Modus Deathmatch nur mit der AK, um einfach diese Waffe zu lernen. Weil die hat einfach so einen heftigen Rückstoß. Und jetzt sieht man hier... Sorry. Haben jetzt die Runden getauscht. Da habe ich eigentlich... Da war ich auch wieder sehr schlecht. Beim Wechsel, ihr seht, 15-0. Das kommt auch nicht oft vor. Wir haben die wirklich zersägt und dann total schlecht. Hier kill ich noch den einen Bot. Aber... Und dann später wirklich konnte man mich da vergessen als Counter-Terrorist. Und aber an sich wirklich ein relativ gutes Gameplay, gerade für mich, weil ich bin ja halt eigentlich dieses COD-Kind und da hat man es wirklich schwer. Counter-Strike muss man wirklich einfach lernen. Das ist wirklich ein schweres Spiel am Anfang. Und jetzt habe ich so circa erstmal nur 15 Wettkämpfe gewonnen, das ist noch nicht viel. Und dann würde ich vielleicht den einen oder anderen mal aufnehmen. Vielleicht auch zusammen mit Kollegen und so, weil das macht wirklich Bock. Und dass ich den Kanal da so ein bisschen vielleicht rüberziehen kann auf Counter-Strike. Weil bis COD, bis das neue COD kommt, selbst wenn dieses COD gut werden würde, das würde ja noch ein bisschen dauern. Und zwar bis zum Ende des Jahres. Ghost, muss ich nicht drüber reden, ist nicht so geil geworden. Black Ops 2 ist langsam ausgelutscht und die anderen Teile sind nicht mehr ganz so geil zu spielen auf dem PC. Leider. Aber auf der Konsole auch nicht so krass, also müssen wir mal schauen. Sagt mir auf jeden Fall mal die Meinung ja, zu Counter-Strike, ob ihr das sehen wollt, bla bla bla. Lasst einen Kommentar und eine Bewertung hier und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ciao.